2018 ist der HSV abgestiegen und seitdem konnten sie bisher noch nicht aufsteigen. Ich werde das Ganze heute ändern. Ich werde den HSV heute zum Aufstieg bringen. Lasst dafür auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und schreibt mir gerne in die Kommentare, wann denkt ihr, wird der HSV tatsächlich wieder in die Bundesliga aufsteigen? Ich sag, dieses Jahr wird's noch nichts. Mal gucken. Ihr seid auf der Suche nach den besten, günstigsten und sichersten FC24-Coins? Dann checkt unbedingt Lootbar ab. Lootbar hat die besten, sichersten und günstigsten FC24-Coins. Ihr klickt an, was ihr haben wollt, 3 Millionen Münzen, drückt auf Kaufen und gebt dann einfach nur den Gutscheincode JANK ein für 8% Rabatt und zahlt dann einfach nur 99,85 Euro als Beispiel für 3 Millionen Coins. Es sind wirklich die sichersten, günstigsten und besten FC24-Coins, die ihr kriegen könnt. Außerdem nutzen auch ganz viele andere Creator Lootbar und sind sehr, sehr überzeugt davon. Also checkt unbedingt Lootbar ab. Erster Link in der Beschreibung für die besten, sichersten und günstigsten FC24-Coins. Ich denke, der HSV braucht auf jeden Fall einen neuen Trainer und hier ist Arnes Hans. Wir sind da, Hamburger SV. Wir bringen euch zurück in die Bundesliga. Ich sag ehrlich, ich habe kaum einen Plan von der zweiten Liga, aber ich sehe schon, wo es in welche Richtung es hier geht. 71er Rating, 68er IVs. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall in der IV aufrüsten. Wir haben immerhin ein knackiges Budget von 29 Millionen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir gehen direkt mal in die Teamzentrale und sehen, dass wir eigentlich einen Heuer Fernandes mit einem 74er Rating haben. Hier noch einen Mikkel. Ich würde sagen, wir packen erstmal alle auf die Transferliste, die hier wirklich eigentlich nicht mehr zu gebrauchen sind. So. Und wir beginnen mit den Verkäufen. 1,4 Millionen und 1,7 Millionen. Wir nehmen die Dinger einfach an. Danken nehmen wir sie sogar an, weil ich brauche hier Budget. Wir müssen hier irgendwie... Ich glaube, wir werden die Taktik fahren, einfach die Rivalen zu schwächen. Ich glaube, wir werden St. Pauli, Kiel, sowas. Da werden wir mal schnuppern und schauen, wen wir da irgendwie abgreifen können. Auch hier Nemeth kann ganz gerne weg für 1,8 Millionen. Der erste Abgang ist schon mal gemacht. Andreas Nemeth. Um ehrlich zu sein, ich habe wirklich keinen Plan von der zweiten Bundesliga. Aber 1,8 Millionen nochmal in unsere Tasche. Schmeckt schon mal. Unseren zweiten Keeper kann St. Pauli sehr, sehr gerne haben. Oh mein Gott, Leute. Wir machen immer mehr Abgänge. Aber mir ist gerade erst aufgefallen, dass die Liga schon anfängt. Wie früh fängt sie hier denn an? Guck mal hier. Erstes Spiel schon gegen Düsseldorf und wir sind schon irgendwie beim 16. Juli oder so. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich muss jetzt einkaufen. FC Burnley ist daran interessiert, Glatzel zu kaufen. Ich glaube, wir nehmen das Angebot sogar an. 4,8 Millionen schmecken. Wir möchten unseren Verein einfach nochmal umbauen. Hier ist ein Umbruch nötig, aber das Ding ist, die Spiele beginnen schon. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Nein, wir konnten auch nicht Jakov Medic holen. Ich sag ehrlich, jetzt stehe ich in Zugzwang. Wir brauchen einen neuen IV, einen neuen Stürmer und vielleicht noch einen. Ich bin überfordert. Ich bin leicht überfordert. Und wir konnten uns den ersten Transfer sichern, direkt vom Erzrivalen FC St. Pauli. Erik Smith kommt in die Innenverteidigung, zurzeit im Real Life einer der stärksten in der IV und ich hoffe, er verstärkt uns auch hier in der Karriere. Guter Deal, 3,2 Millionen haben wir für den Mann bezahlt. Was sagt EA denn dazu? Spieler Gesamtrating 72 ist schon mal ein Ticken höher als das, was wir sowieso haben. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber wir gehen in die Verhandlung mit Michi Batshuayi. Wir haben 8 Millionen plus Robert Glatzel geboten. Der Bro ist komplett krass bei Fan. Ich weiß nicht, wie er jetzt hier zum HSV kommt, aber okay. Das ist super. 3 Jahre Laufzeit, passt. Freigabesumme übergehen und Gehalt akzeptieren wir einfach. Wir nehmen den Mann mit. Bro, das ist ein kranker Deal für den HSV. Michi Batshuayi beim FC Chelsea gewesen, belgischer Nationalspieler. Jetzt bei Fener komplett am Rasieren. Der Typ hat doch über 80. Das war ein sehr, sehr krasser Deal für den HSV. 76er Rating aber nur. Also eigentlich sogar ein schlechter Deal. Und der Typ da war auf meiner Schule. Sanne, den kenne ich noch. Crazy. Wir konnten uns einen Meme sichern und zwar Samuel Umtiti. Let's go von Lost Glee zum HSV. Ich sag ehrlich, sogar Batshuayi ist da. Wie verrückt. Ich sag ehrlich, wir haben ihn gegen Stefan Ambrosius plus 8,4 Millionen getauscht. Der Mann hat einen 77er Rating und ich glaube, der kann dem HSV auf jeden Fall weiterhelfen. Egal was für ein Meme er ist, in dem Karrieremodus wird er uns weiterhelfen. Der Mann ist auf jeden Fall gut genug für die zweite Bundesliga. Super Rating. Okay, uns fehlt noch ein letzter Transfer. Ich musste jetzt nochmal schnell Verkäufe machen, damit wir das Budget für sein Gehalt haben. Ah, let's go. Hier kriegen wir nochmal 1 Million plus rein. Außerdem haben wir hier einige Angebote, die wir einfach annehmen. Wir nehmen sie einfach an. Und wir konnten uns mit unserem letzten Budget, was wir jetzt gerade zusammengekratzt haben, Teller von Bayer Leverkusen holen. Ich glaube, das ist ein super Deal. Der Mann Umtiti ist auch da. Warum sind Umtiti und Batshuayi immer involviert? Ich glaube, das ist wirklich ein starker Deal. Wir haben ihn wirklich zu einem Spottpreis bekommen. 10 Millionen, gut, das waren ein Haufen Kohle. Aber wir zahlen ihm nur 30.000 Gehalt und das ist ein super Deal. Der Mann hat eine 76 und ist damit auch nochmal eine sehr, sehr starke Verstärkung. Jetzt langsam kommt uns das Spiel Düsseldorf leider in die Quere.
wir haben hier nochmal ein Transferangebot, welches wir leider nicht mehr annehmen oder ablehnen können. Wir werden jetzt zum Winter simulieren und dann schauen, was wir nochmal in der Wintertransferphase machen können und wie es dann der Stand der Mannschaft ist, was wir da verbessern müssen. Aber ich glaube, Sturm und Innenverteidigung, Mittelfeld ist eigentlich auch relativ stark. Wir brauchen eventuell einen Außenverteidiger, einen neuen und eventuell noch einen Sechser. Wir sind in der Wintertransferperiode angekommen und ich bin so gespannt, wie es in der Tabelle ausschaut, ne? Oh mein Gott. Dritter Platz, wieder Relegation, ich kann das nicht mehr denken. 36 Punkte, vor uns ist Schalke 04, die eigentlich komplett abkacken in der Saison. Und Hannover 96 auf der 1, St. Pauli, unser Erzrivale, 7 Punkte hinter uns. Also es wird auf jeden Fall ein Kampf zwischen Hertha, HSV, Schalke und Hannover. Wir schauen mal an, ob wir im DFB-Pokal irgendwas reißen konnten. Ich denke mal eher, warte mal. In Runde 3 sind wir dann gegen TSG Hoffenheim ausgestiegen. Aber es ist okay, es ist noch relativ okay alles. Ja, mehr können wir uns eigentlich auch nicht anschauen. Ich bin so gespannt, was der HSV noch reißen wird. Wir gehen jetzt erstmal wieder in die Transferphase. Wir haben hier ganz viele Sachen. Wir schauen uns aber auch an, was wer in der Mannschaft gerissen hat. Teamzentrale, Statistik. Und dann gehen wir jetzt erstmal auf die Einsätze. Ne, wir gehen mal auf die Tore. Batshuayi mit 16 Toren. Das ist sowas von einer Ansage. Vorlagen, Han Bennis. Und da ist, wo ist denn Teller? Nur 2 Vorlagen. Bruder, warum hat der nur 2 Einsätze oder so? Ich habe ein Vermögen gefühlt für den hingeblättert. Was geht denn beim Trainer ab? Wie kann man denn Jatta mehr spielen als Teller? Wer hat dich denn verarscht? Es müssen Spieler weg und es muss, ich fasse es nicht. Ja, hier passt. Passt weg mit den ganzen Spielern. Ich möchte aber nicht diesen Typen da haben. Anderen Tauschspieler vorschlagen. Haben die Mittelfeldspieler, die mir gefallen können? 73 ist jetzt nicht so stark. Den möchte ich haben. Transfersumme ist mir dann auch egal. Kannst du mir 20er hinblättern? Komm. Nimm an, Giordano. Okay, wir akzeptieren mal. Ich habe keine Ahnung von Giordano, aber ich bin mal gespannt. Und ich habe mir mal die Tabelle angeschaut. Hannover ist unser Rivale. Die sind auf der 1, deshalb habe ich mir einfach deren Zettel geschnappt. Ernst, ist jetzt beim HSV. Ich habe, um ehrlich zu sein, keinen Plan, was er für ein Rating hat. Aber ich hoffe, er ist einer der Stammspieler von denen gewesen. Nein, das ist ein schlechter Deal. Oh nein. Oh Mann, ich dachte, das schwächt die jetzt. Einer von den beiden ist der Stammspieler und diesmal werde ich mich informieren. Diesmal werde ich Google aufrufen und mir anschauen, wer der Stammspieler von denen ist. Hannover 96, Startelf. Es ist Muroya. Muroya, du kommst jetzt zu mir. Ich sag, wie es ist. Wir werden jetzt alles in den Mann hier investieren. Muroya, let's go. Komm her. Wir haben nicht mehr viel Budget, aber alles, was wir an Budget haben, geht jetzt in ihn rein. Zack, 4 Millionen. 4 Millionen, ganz knackig. Ja, faires Angebot, zack. Wir müssen Hannover schwächen. Ich hoffe, er hat ein besseres Rating, Bro. Muroya, bitte, enttäusch mich nicht. 4 Millionen. Was ist das für ein Deal gewesen? Ist der Deal gut gewesen? Also wollt ihr mir erzählen, Hannover spielt mit Spielern, die weniger Rating haben, aber besser sind. Egal, wir haben sie geschwächt. Wir haben sie in unserer Mannschaft. Sind vielleicht dann einfach nochmal gute Subs. Hier, guck mal, Kran können wir austauschen gegen Ernst. Und Muroya kann hier auch nochmal rein für Ramos. Dann haben wir vielleicht nochmal bessere Subs. Teller und Titi müssen mehr spielen. Das muss doch möglich sein. Mehr können wir nicht machen. Wir sind dritter Platz. Wir hoffen jetzt einfach mal, wir gehen wieder in den Kalender rein. Und ich sag ehrlich, ich weiß, wann die Relegation ist in der Theorie. Die ist hier irgendwann. Deshalb gehen wir jetzt erstmal hier zum 14. Mai. Bitte, HSV, straf dich! Wir sehen uns gleich nach Ende der Saison. Ihr seht es schon, der letzte Spieltag war ein Sieg. Wir müssen jetzt einfach ganz oben mit dabei sein. Oh mein Gott. Nicht schon wieder Relegation. Nicht schon wieder Relegation. Das kann doch nicht sein, dass wir punktgleich mit St. Pauli sind. Oh nein! Haben wir den direkten Vergleich verloren gegen St. Pauli? Wir gehen wieder in die Relegation. Wir haben kein Budget mehr. Oh Mann. Wir müssen uns jetzt nur noch anschauen, was, wann mit, gegen wen die Relegation ist. Holy shit. Gegen Union Berlin. Oh nein. Wir gehen rein. Wir simulieren das ganze Ding. Das wird jetzt spannend. Pokal, Bundesliga oder nicht, wird sich jetzt in der Relegation entscheiden. Oh, HSV, bitte. Ihr müsst es schaffen. Ihr müsst es schaffen. Nein. Oh, Mann, das Spiel geht 18 Minuten. Wir waren nicht einmal im Angriff. Wir springen jetzt einfach zum Ergebnis. 1-1. Gute Ausgangslage. Gute Ausgangslage. Und jetzt Rückspiel gewinnen. Und dann sind wir durch. Immerhin gewinnt Fener die Conference League. Wir gehen weiter zum Rückspiel. Und jetzt wird's ernst. Jetzt wird es ernst. Spieltag, Bundesliga HSV, ja oder nein? Wir gehen in die Simulation. Titi, Batshuayi, Teller, Jatta, reißt euch zusammen.
Wir müssen das Ding hier gewinnen. Komm schon. Wir haben auch Anstoß. Direkt Druck machen. Komm schon. Es geht hier jetzt um den Aufstieg. Reißt euch zusammen, Jungs. Komm schon. HSV muss doch aufsteigen können. Komm schon. Oh, let's go. Weiter so. Nein, nicht in den Angriff kommen lassen. Nicht so. Let's go, Teller. Teller, du warst bei Leverkusen. Du bist besser als die. Ja, und jetzt durch. Rückraum. Na, let's go, Teller. Dafür habe ich ihn geholt. Wenn wir den abwehren, sind wir durch. Wir sind durch. Der HSV ist aufgestiegen. In die Bundesliga. Wir haben es geschafft mit der Relegation. Bundesliga. Aufstieg. Wir beenden die Saison. DFB-Pokal Dritter, Bundesliga Dritter, aber die Relegation gewonnen. Ja, wir haben die Chance verdient. 100 pro. Wir haben sie in die Bundesliga geführt nach 6 Jahren. Hier nochmal kurz, um es aufzuzeigen. Wir sind mit St. Pauli sogar richtig geil in der Bundesliga. HSV, St. Pauli, Hannover. Wir haben es alle geschafft. Und damit würde ich sagen, meine Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. HSV ist wieder in der Bundesliga. Lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.